Aus dieser Armbanduhr soll eine Tischuhr werden. Dies ist der erste von zwei Teilen und wird sich um die Einbettung des Gehäuses der Uhr drehen. Im zweiten Teil wird dann der Aufsteller für die Einbettung konstruiert. Wir steigen mal direkt radikal ein und sägen die Bandanstöße der Uhr ab. Wir massakrieren hier eine mechanische Seiko 5 Sports Armbanduhr, die ich aber wohlgemerkt gebraucht, also recht günstig bekommen habe und die auch schon dementsprechend aussieht. Zum Absägen dieser Bandanstöße verwende ich einen Dremel mit dem speziellen Flex-Aufsatz. Wir hören, die Uhr lebt noch. Das Sägen und Schleifen ist nicht ganz unaufwendig, da die Uhr ein Edelstahlgehäuse hat. Glücklicherweise wird die Uhr in der Einbettung versinken und daher ist das Finish eigentlich egal. Zack, jetzt die Maße, um die Uhr einzubetten. So soll das Ganze dann ungefähr aussehen, vielleicht ein wenig akkurater. Ich habe ein bisschen mit der Zentrierung überlegt, da die Uhr ja nicht nur auf einem Kreis basiert, sondern die Krone die Form ja auch abwandelt. Zusätzlich hatte ich auch noch mal eine magnetische Halterung angedacht, aber schlauweise habe ich die dann weggelassen, wegen dem mechanischen Uhrwerk. Besser ist das. Das Ganze wollen wir jetzt in Fusion digitalisieren. Wir nutzen einen Zweischneider mit 3 mm. Jetzt springen wir zu CNC. Da haben wir schon ein entsprechendes Stück Nussholz aufgespannt. Die einzige Unterbrechung dient dem Herausziehen des Fräsers, damit wir tiefer im Material fräsen können. Die Frage ist, warum lassen wir nicht den Fräser direkt in der Position? Das liegt daran, dass die Präzision höher ist, wenn der Fräser weiter in der Spindelaufnahme ist. In anderen Materialien ist das noch viel extremer. Beim Metall achtet man da sehr drauf, dass der Fräser sehr weit oben sitzt und da ist die Schneide dann auch sehr kurz. Und da hat man einfach eine bessere Versteifung mit. Ach, und natürlich auch, weil meine Z-Achse viel zu gering gemessen ist.
Das ist auch eine der Verbesserungen in der zweiten Variante der StepCraft D-Reihe. Ich habe ja noch die erste Version und in der zweiten haben sie die Z-Achse großzügiger gestaltet und einige weitere Verbesserungen, weswegen ich auch immer am Überlegen bin, ob ich nicht auch mal umsteige. Wie man sieht, geht die Uhr wirklich super leichtgängig raus. Da werde ich wohl ein bisschen am Uhrengehäuse noch schleifen müssen. Jetzt geht es noch an das passende Ablängen des Holzstücks. Das gelingt mir zwar nicht perfekt rechtwinklig, aber ich nutze dafür meine Handsäge. Die Kanten entschärfe ich noch mit dem Handhobel, der ist von Lee Nielsen. Das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus, aber die Oberfläche ist dann nicht besonders schön. Also wieder ein bisschen abschleifen. Dann zum Schluss für das Holz gibt es noch ein wenig Leinöl. Das pflegt das Holz und verleiht ihm so diesen kräftigeren Ton, den man, glaube ich, ganz gut in den Aufnahmen sieht. Den Überschuss kann man dann wieder mit einem Tuch abnehmen. In Teil 2 bauen wir dann noch den passenden Aufsteller, damit wir auch eine richtige Tischuhr haben. Und wie immer gilt, danke fürs Zuschauen.